Also viel Spaß, hier ist das Bundesjugend-Jazzorchester, präsentiert vom Musikrat. Achtung.
Thank you.
Hesse, Trompete. Adrian Kleinhosen, Posaune. Christian Papst, Klavier. Und Stefan Schmidt, Tenorsaxophon, des Bundesjugend Jazz Orchester. Wir machen weiter mit einem Gesangsstück von den Komponisten Efrat Aloni. Und wir möchten sehr gerne präsentieren, sobald wir die ganzen Bassklarinetten auf die Bühne geholt haben. Sophie Grobler. Sorry,
You're all I can find.
Marinello, alt saxophone. Annemarie Schüler, Gesang. Genau, wir haben uns erlaubt, einen Pop-Titel zu präsentieren von den berühmten der ist eigentlich so eine interessante Künstler namens Tom Waits. Und wir haben uns auch erlaubt, bei einer Nummer die ganze Rhythmusgruppe eine Pause zu gönnen. Und das ist unser Konzept, unsere Bearbeitung von Tom Waits' Time. The smart money's on hollow, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause. And Napoleon is weeping in a carnival saloon. His invisible fiance's in the mirror, and the band is going home. It's raining hammers, it's raining nails, and it's true, there's nothing left for him down here. And it's time, time, time. And it's time, time. Like a dream, you can see it getting smaller.
away, and the things you can remember, tell the things you can forget, that history puts a saint in every dream. Well, she said she'd stick around until the bandages come up, but these mama's boys just don't know where to quit. And Matilda rats the sailors, all those dreams or are those prayers? Well, just close your eyes, son, and this won't hurt a bit. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time that you love. It's time.
Posaune und Julio Czewski, Gesang.
vielen Dank. Sie hören das Bujazzo Bundesjungen Jazzorchester, die National All-Star Jazz Mannschaft von Nachwuchs-Jazzmusikern aus ganz Deutschland. Das sind natürlich die besten von alle unter 20 Jahre alt. Manche sehen etwas älter aus, aber die sind alle recht jung, recht begabt. Und wir freuen uns natürlich auch, dass wir heute für Sie spielen dürfen. Ne? Und man muss auch sagen, dass das ist auch einzigartig auf die ganze Welt. In anderen Ländern zum Beispiel, man hört ein kleines Akzent bei mir, ne? Man merkt, er ist nicht von Aachen. Dass in anderen Ländern zum Beispiel, die USA, das ganze Geld wird für Bomben und Kriegen und so ausgegeben. Und natürlich hier in Deutschland, es wird anders gemacht. Es wird für Kultur und Jungenforderungen ausgemacht. So, bitte, Riesenapplaus an Deutschland! Und bitte unterstützen Sie solche Einrichtungen weiter. Ja. Das habe ich Frau Dr. Merkel vorhin gesagt. Und ja, natürlich, wenn Sie Frau Dr. Merkel unterstützen, dann hilft das. Ja. Oder Dr. Merkel, Frau Dr. Merkel, auf jeden Fall. Wir machen weiter, wir gehen ein klein bisschen weiter zurück in die Jazz-Geschichte zum einen hervorragenden Komponist Thad Jones. Und wir wollen ein paar Kompositionen von Thad Jones spielen. Wir fangen an und möchten gerne unseren Posaunensatz vorstellen. With Tiptoe. Thank you.
Benny Brown, Trompete. Und Benny Stahl, Holland am Saxophon. Du hast ja schon wieder Lippenstift. Nicht? Echt? Noch nicht alles aufgegessen? Und, hast du alles drauf? Ja. Ich hab noch keiner angesprochen, dass es groß ist. Ich hab, nee. Ich hab eben auch Merkel gefilmt. Ich hab eben auch Merkel gefilmt, besagt mit sie und so. Um 11 oder wann? Nee, da bin ich immer reingekommen, nur hier. Und dann hat es angefangen zu hageln. Ja, das habe ich auch bekommen. Und als wir gegangen sind, war es wieder weg. Ich filme ein bisschen. Zur Erinnerung. Bother with me. I'm an evil man, and don't you bother with me. Tight. But to keep me satisfied, you gotta feed me dead. I'm dead. Cause I get up to nothing like a dog gives up a bone. Oh,
Feiertag. Das heißt, wir sollten natürlich Christi Himmelfahrt nicht vergessen. Wir haben eine Art Hymne, ein Lied geschrieben für den Gott von Duke Ellington. Zweiter Titel, Come Sunday. Gerne.
www.bujazzo.de. Schauen Sie mal vorbei, wenn Sie schon alles bei eBay gekauft haben und kein Geld mehr für. Ja. Genau, ja, super. Ja. Manchmal klappt es eben nicht, ne? Vielen Dank, dass Sie heute so dazu gehört haben. Wir bleiben natürlich noch mal ein bisschen hier in Aachen, den wunderschönen Stadt und Veranstaltungen zu genießen. Genau, wir sind um 20 Uhr wieder hier für die Lagerfeuermusik. Wir schließen unseren Programmteil ab mit einer Komposition wieder von Dad Jones, ein super Blues für Sie, The Second. Right.
Bundesjugendjazzorchester unter der Leitung von Professor Ed Partika from Chicago. Also vielen Dank dafür, dass ihr alle
das Bürgerfest News in Europa heute eröffnet habt. Euer Applaus und vielen Dank fürs Kommen und viel Erfolg für all das, was bei euch noch ansteht. Der Applaus für das Bundesjugendjazzorchester, meine Damen und Herren. Vielleicht habt ihr die Gelegenheit, noch ein Bierchen hier bei uns in Aachen zu trinken, hier auf der Bühne. Vielen Dank nochmal dem Bundesjugendjazzorchester und Ihnen allen. Viel Spaß heute. Den Vätern übrigens herzlichen Glückwunsch zum Vatertag. So, ein abruptes Ende, aber ein umso dickerer Applaus für das Bundesjugendjazzorchester. Wir machen ruckzuck die Bühne frei, weil hier kommt sie, die Karlspreisträgerin 2008, die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Liebe Aachenerinnen und Aachener, liebe Gäste, das ist sie, die Karlspreisträgerin 2008, Dr. Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin. Sie hat gerade eben im Krönungssaal unseres Rathauses eine große Rede auf Europa gehalten und sie hat uns ermutigt, Hoffnung gegeben, Optimismus. Sie hat uns auch klar gemacht, dass es überhaupt keine Alternative zu diesem Europa gibt, dass es unser Europa ist und dass es deshalb auch unsere Pflicht ist, dieses Haus Europa gemeinsam, in gemeinsamer Verantwortung aufzubauen. Liebe Frau Dr. Merkel, herzlichen Dank für diese große Rede und noch einmal herzlichen Glückwunsch zum Karlspreis 2008. Wir dürfen Ihnen überreichen ein Replikat der Aachener Bodenplatte aus dem Barbarossa-Leichter, wo wir gestern und heute waren. Und es darf einfach nicht fehlen, Sie haben es wahrscheinlich noch nicht probiert, Öscherprinten, das Leckerste, was es auf der Welt überhaupt gibt. Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank. Und vielleicht auch ein paar Worte an die Bürgerinnen und Bürger hier. Ja, mein Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Aachnerinnen und Aachner, ich glaube, ich darf im Namen auch von Nicolas Sarkozy, den wir ganz, ganz herzlich hier begrüßen in Aachen, glaube ich, der im zweiten Halbjahr die Präsidentschaft in Europa haben wird und so wie Frankreich Deutschland geholfen hat. Sonst wären wir nicht so weit gekommen mit diesem Vertrag, sonst könnte ich heute nicht vor Ihnen stehen, sonst könnten wir heute nicht optimistisch in die Zukunft blicken. Frankreich hat geholfen, viele anderen haben geholfen. Ich nenne Jean-Claude Juncker stellvertretend, ich weiß gar nicht, ob jetzt Peter Balkenende hier ist, der niederländische Premierminister. Und ich nenne die vielen aus dem Europäischen Parlament, ein Karlspreisträger ist hier, Herr Geremek, unsere Karlspreisträger, die heute hergekommen sind. Wir alle haben das nur geschafft, weil wir zusammenarbeiten. Und deshalb sage ich Ihnen, wir wissen, dass Sie Europa manchmal kompliziert finden, aber wir sagen Ihnen auch, Sie würden wissen, was Ihnen fehlt, wenn es Europa nicht gäbe. Ich glaube, Jean-Claude Juncker hat einmal für eine halbe Stunde wieder Grenzkontrollen eingeführt in Luxemburg. Die Leute waren schlagartig davon überzeugt, dass Europa doch so schlecht nicht ist. Und deshalb arbeiten wir weiter an einem Europa der Bürgerinnen und Bürger. Mir ist hier unglaublich viel Gastfreundschaft in den letzten beiden Tagen entgegengeschlagen, ob das die Technische Hochschule war oder Sie hier auf den Plätzen. Ein herzliches Dankeschön. Sie sind tolle Gastgeber für den Karlspreis. Und gute Nachfahren von Karl dem Großen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. In der Tat, die Öscher sind eigentlich Enkel, Urenkel von Karl dem Großen. Hier stammt jeder von Karl ab. Aber ich glaube, wir müssen uns ein ganz klein bisschen beeilen, denn es könnte auch gleich regnen. Aber ich sage Ihnen, wenn es in Aachen regnet, regnet es hier schöner als anderswo.
einer, der ständig nach Aachen kommt, auch in diesem Jahr wieder, unser besonderer Gast ist seine Majestät König Juan Carlos I. aus Spanien. Wir sind so dankbar, dass er da ist. Décimo. En Provence, et de leur dire que je suis très content d'être ici de nouveau avec tous ceux qui, on est en train, entre tous, de construire l'Europe, de faire l'Europe, et on continuera à être des bons amis. Je vous remercie beaucoup. Merci. Oh là là. Seine Majestät, der König, sagt, ich hätte recht. So schön hätte es noch nie regnen sehen. Aber das war auch kein richtiger Regen, das war Hagel. Und der kommt normalerweise aus der Richtung Niederlande, Belgien. Aber wir wollen ja an diesem wunderschönen Europatag nichts über das Wetter sagen. Der König hat gesagt, in Spanien, da hätten sie den Regen nötig. Also es wäre ihm lieber, es wird bei ihm regnen als hier. Aber wir halten aus und ich sehe gerade den Herrn Ministerpräsidenten neben uns stehen, der auch heute unser Gast war. Wie schön ist es in Nordrhein-Westfalen, wenn es regnet, Herr Ministerpräsident? Ob es regnet oder schneit, es ist immer wunderschön. Dankeschön. Ja, wir halten es noch ein bisschen aus, weil wir so viele Schirme gar nicht für die Ehrengäste haben. Aber ich sehe gerade Jan Tindemans, unseren Doyen, der Chaos-Preisträger. Wenn Sie irgendeine Hand vom Regenschirm frei haben, dann geben Sie unserem Gast aus Antwerpen noch einen herzlichen Applaus. Er ist der älteste Chaos-Preisträger, der heute hier zu Gast war. In Belgien, da regnet es zweisprachig. Das hört glaube ich gar nicht. Also ich bin erstmal beeindruckt, dass Sie lange hier sind, obwohl es regnet. Und ich darf nochmal sagen, ich habe jetzt eine große Kiste Aachener Printen bekommen. Die werde ich jetzt mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, okay. Kluge Chaos-Preisträger wissen, dass sie können nie wieder auf nächstes Jahr verschieben. Ansonsten bin ich froh, wieder in Aachen zu sein, froh, dass Angela Merkel den Chaospreis dieses Jahr gekriegt hat. Ich wünsche noch schöne Stunden im Regen. Vielen Dank. Neue Letzebäuer da haben. Sali. Okay. Ja, wir sagen jetzt auch hier auf Wiedersehen, weil wir langsam Richtung Aula Carolina und Richtung auf Protokoll müssen. Vielen Dank, dass Sie so treu da waren, dass Sie mit uns diesen Karlspreis feiern. Das ist auch für Aachen eine ganze Menge wert. Danke und trotz des Regens noch einen schönen Tag. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ihnen allen noch viel Spaß heute. Ihnen natürlich auch. Wir wollten eigentlich den ganzen Tag gemeinsam hier Wir sind Europa feiern. Das machen wir auch, denn wir Öscher, wir sind ja durchaus regenresistent und regengewöhnt. Also es geht jetzt hier gleich weiter mit dem Bundesjugend-Jazz-Orchester, die nur eine kurze Nummer spielen durften. So schnell waren die Herrschaften schon auf der Bühne. Aber die sind jetzt ganz bestimmt noch
über eine Stunde bei uns und dann gibt es den ganzen Tag über Live-Musik bis heute Abend dann ab 20 Uhr Lagerfeuermusik, eine super Truppe dann, die als letzte Band auf die Bühne gehen wird. Also Sie sind herzlich eingeladen, bei uns zu bleiben, trotz des Regens. Wir Aachener sagen, das ist nur ein Schildchen, das ist in 2-3 Minuten erledigt. Oder Sie gehen schon mal zu den Städtepartnerschaften in die verschiedenen Zelte, da gibt es jede Menge Informationen und dann kann auch das ein oder andere probieren. Also, herzlich willkommen, bleiben Sie bei uns oder stellen Sie sich vielleicht einfach ein paar Minuten unter. Und ich denke, wir sollten die Zeit nutzen, nochmal riesig zu applaudieren für die diesjährige Karlspreisträgerin, die uns nämlich noch hören kann, Dr. Angela Merkel. Herzlichen Glückwunsch. Und wir bauen die Bühne wieder um auf Musik. So, oh, tschüss. Das alles wird gerade diskutiert, aber ich glaube, in 1-2 Minuten wird es dann auch so trocken sein, dass wir den ganz normalen Ablauf wieder aufnehmen können. Ja, jetzt müsste auch ein Klatschhof sein. Jetzt kannst du dir alle angucken.